Das ist wirklich ein Skandal. Da macht ein Journalist eine Umfrage an einer Ionity-Ladesäule zu den um bis zum 10-fachen gestiegenen Preisen bei Ionity und der Leiter des Deutschlandgeschäftes des Ladesäulenbetreibers verteidigt diese Preiserhöhung vehement, ohne allerdings zu sagen, dass er bei Ionity arbeitet. Und er gibt sogar vor, nicht für Ionity zu arbeiten. Ob das ein juristisches Nachspiel haben wird, Fix und Nature. Hier gibt es täglich spannende Videos aus den Bereichen Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es ist wie in einem Film von M. Night Shyamalan. Wenn man das Video zum zweiten Mal sieht, ist es ein anderes Video. Durch eine Zusatzinformation bekommt der Film eine total schräge und unglaubliche Wendung. Ionity hat das allerdings in Realität geschafft. Alleine dafür gebührt dem Ladesäulenbetreiber schon der Anti-Medienpreis die goldene Kartoffel. Genau das ist passiert im Video Ionity, Ladeschock, Gründe, was sagt Maingau, was sagen Elektrofahrer von Carmaniac alias Christopher Carazzoni. Doch von Anfang an, allein das war schon ein Schock, der Preisschock von Ionity. Der Ladesäulenbetreiber verkündete am 16. Januar seine Preise bis zu verzehnfachen, denn das ist das Ergebnis der neuen Preispolitik. 79 Cent pro Kilowattstunde Schnellladestrom, damit gehört Ionity ab dem 1. Februar, wenn das neue Preismodell in Kraft tritt, zur absoluten Preisspitze, was Autostrom angeht. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Ladesäulen von Ionity von uns, den Steuerzahlern, erheblich mitfinanziert wurden. Bis zu 39,1 Millionen bekommt der Konzern von der EU für seine europaweiten Ladesäulen und zudem fördert die Bundesregierung die Säulen in Deutschland aus einem Topf mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro. An dem teuren Ladenetz kann es also nicht liegen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass zahlreiche andere Anbieter ihren Strom zu Marktpreisen von um die 30 Cent pro Kilowattstunde anbieten. Und wenn man bedenkt, dass Strom an der Leipziger Strombörse so um die 3 Cent pro Kilowattstunde kostet, tja, jetzt soll er also statt für eine Ladung 8 Euro bei einem Modell S mit einer 100 Kilowattstunden Batterie bis zu einem Extremfall 79 Euro kosten. Allerdings, und das ist bemerkenswert, gibt es, Zitat, attraktive Endkundenangebote für alle BMW, Mercedes-Benz, Ford, VW, Audi, Porsche und Hyundai-Fahrer, die je nach Vertrag um die 30 bis 35 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. So der Ionity-Chef Michael Hayesch in einem Gespräch mit Edison, einem Magazin für Elektromobilität. Sein Argument, es war Zeit, den nächsten Preisschritt zu gehen. Okay, ob das als Argument zählt, naja. Allerdings, und das macht stutzig, wie kommt es zu den unterschiedlichen Preisen für unterschiedliche Fabrikate? Der Grund ist einfach, Ionity ist ein Gemeinschaftsprojekt von BMW, Mercedes-Benz, Ford, VW, Audi, Porsche und Hyundai. Tesla bleibt da außen vor, wobei, ist ja auch verständlich, Tesla hat ja sein eigenes Ladenetz. Zwar nicht mit Fördermitteln aufgebaut, aber auch nicht für andere Marken offen. Doch, Moment, halt, stopp. Tatsächlich bietet Tesla seit geraumer Zeit anderen Herstellern die Nutzung der Säulen an, aber will natürlich dann auch eine finanzielle Beteiligung an der Einrichtung. Wir können natürlich nicht sagen, wie die Verhandlungen da genau laufen. Kann natürlich sein, dass Tesla da Mondpreise verlangt. Aber abgesehen davon hat es schon ein Geschmäckle, wenn Ladesäulen, die mit immensen Steuersummen gefördert werden, dann aber Unterschiede zwischen den Bürgerinnen und Bürgern macht. Aber nun vom Geschmäckle zum Geschmack und der stinkt sogar zum Himmel. Da dreht Christopher Carazzoni für seinen Kanal Carmaniac ein Video über die drastische Preiserhöhung an einer Ionity-Ladestation. Und da sitzt dann Christian C. von Ionity in seinem Tesla Model 3 und hört bei offenem Seitenfenster von den Ausführungen von Christopher Carazzoni zu. Irgendwann steigt er aus und der Journalist macht das, wozu er ausgebildet ist. Er macht ein Interview mit einem vermeintlichen Verbraucher. Was er nicht weiß, dass er es eben nicht mit einem Verbraucher, sondern mit dem Mann zu tun hat, der für das Schnellladenetz von Ionity in Deutschland, Österreich, der Schweiz, kurz DACH und den ost- und mitteleuropäischen Ländern zu tun hat. Und der erkennt oder besser verkennt die Gunst der Stunde und schlüpft spontan in die Rolle des verständnisvollen Verbrauchers und kommt mit etwas abwegigen Argumenten. Nee, wobei, du hast ja gerade gesagt hier, mit den 79 Cent. Ja. Aber ich glaube, der Fehler ist, dass die Leute ja nicht vollladen.
sondern du musst ja nur so viel laden, um dein Ziel zu erreichen. Gut, auch dann würde aber auch immer noch der Preis rund 2,5-mal so hoch sein wie bei günstigen Anbietern. Und wie wir ja vom Ionity-CEO Michael Hayesch gehört haben, gilt dieser Preis ja fast ausschließlich für Tesla-Fahrende, also der erhöhte Preis und ein paar andere. Starkes Stück, aber vor allem dann, wenn er seine Zugehörigkeit zu Ionity sogar leugnet. Finde ich schade, dass jetzt, ich habe es gestern auch gelesen, dass alle dann auf Ionity so rumhaken mit den 79 Cent. Weil ich lade jetzt hier zwar, jetzt habe ich ein bisschen mehr geladen, weil ich Zeit hatte, aber ich muss jetzt nach Neuötting, das sind 100 Kilometer von hier, da lade ich dann 15 Kilowattstunden oder 20 und dann ist es okay. Das ist schon ein starkes Stück, wer hier absichtlich den Eindruck erweckt, ja, nicht für Ionity zu arbeiten. Und wenn man seine Argumente mal durchrechnet, knapp 16 Euro für 100 Kilometer, während andere rund 6 Euro bezahlen, naja, alles in allem einfach nicht okay. Dazu muss man sagen, dass er nach dem Interview dann doch ein schlechtes Gewissen bekommen hat und eine Mail an Christopher Carzogni geschickt und sich darin geoutet hat. Die landete allerdings im Spam-Ordner. Ionity ist das Fehlverhalten absolut bewusst. Auf Nachfrage schrieb das Unternehmen an uns, unser Mitarbeiter Christian hätte sich im genannten Videobeitrag als Ionity-Mitarbeiter zu erkennen geben sollen und müssen. Er hatte einen Fehler gemacht und hat spontan gehandelt. Ich bestätige hiermit, dass das Treffen rein zuverlässiger Natur und zu keinem Zeitpunkt abgesprochen oder geplant war. Denn jeder von uns macht mal einen Fehler. Wir haben uns bei Herrn Carazzogni entschuldigt. Naja, er hat sich ja nicht nur nicht zu erkennen gegeben, sondern sogar bewusst den Eindruck erweckt, dass er nicht zum Unternehmen gehört. Das ist schon eine etwas andere Qualität. Ich kann mir vorstellen, dass sich dafür auch die Gerichte interessieren dürften, denn wettbewerbsrechtlich könnte ein solches Verhalten Probleme bereiten, denn im Video ist er zusätzlich auch Tesla angegangen. Aber seht selbst, Ionity, Ladeshop, Gründe, was sagt Maingau, was sagen Elektrofahrer, anklicken, anschauen und unbedingt Carmaniac abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.